Die deutsche Musik-NFT-Plattform 12x12 bekommt Zuwachs von Embassy of Music. Das weltweit agierende Plattenlabel signte schon Stars wie David Guetta, Passenger, Nena oder K1 und möchte jetzt auch die NFT-Szene betreten. Der Labelgründer Konrad von Löhneisen, welcher hierzulande auch internationale große Anerkennung von der Industrie bekommt, hat einiges mit dem Web3-Service geplant. Unter anderem sollen Klassiker der elektronischen Musik geremixt werden und auch neue Musik einen digitalen Sammelwert bekommen. Diese Partnerschaft stellt definitiv einen bedeutsamen Schritt in das Web3-Zeitalter dar, denn mit Löhneisen steht nun eine weitere wichtige Persönlichkeit im virtuellen Raum. Als Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Musikindustrie könnte der Labelchef nämlich als Beispiel für weitere große Player in der Industrie dienen, wodurch die Szene weiter wachsen könnte. Wie es scheint, dürfen wir uns künftig also noch auf einige interessante Projekte freuen und es ist auch schön zu sehen, dass nach und nach immer mehr große Musiklabels auf den NFT-Zug aufspringen.